Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend ziehen. Bin ich eigentlich leer genug? Ja. Ach, ist wieder Nacht. Wie passend. Wie überaus passend. Hallo Skelett. Du greifst mich da sowieso gleich an. Wann hat deine Reaktion heute Morgen? Ja, Wahnsinn. So. Irgendwie ist die Reaktion heute ein bisschen lang. So, nur ganz ein bisschen. So, ich fast wieder beim Zaun geschossen hier, der Creeper. Ach, da ist er. Kleine Robert Hood. Ach nee, Robin Hood hier. Ach, weg mit dir. Creeper. Wenn die Löcher machen würden, wäre ich jetzt echt sauer. Gut, dass das raus ist. Boah, du auch noch. Alter. Ist aber gut. Ich wollte hier keine Mob, Mob Destroy Session machen, sondern eigentlich so nur einfach nur eine Runde hier durch die Gegend ziehen. Die Richtung kenne ich schon. Die Richtung kenne ich zwar auch, aber noch nicht so, erschöpfend. Deswegen werde ich jetzt einfach mal... Ah, du triffst mich sowieso nicht. Daneben. Wow. Ja, auch gegenseitig in die Luft. Hey. Bin ihnen entkommen. Weg. Weg vom Fenster. Wow, das ist noch eins. Jetzt einfach mal hier so ein bisschen querlaufen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Das Ganze natürlich wieder komplett ohne Map und ohne Kompass, aber was soll's. Dass ich mich verlaufe, wäre ja eigentlich schon ziemlich normal. Ne? Ich glaube, da gehen wir lieber außen rum. War ich noch nicht? Oder doch? Könnte ich hier schon gewesen sein? Da ist ein Erdhügel auf dem Baum. Nee. Doch. Sieht aber komisch aus. Autsch. Manche Sachen sind sehr komisch. Da hinten noch ein Dorf? Sehe ich das richtig? Das ist so eine Hütte. Da ist noch ein Dorf. Ah, eins mit Kirche sogar. Alter, wie geil ist das denn? Das ist da, so ein Pferd. Oh, dachte schon, was ist das denn für ein Ungetüm, was da oben steht? Ups. Blub. Da ist noch ein Dorf, du. Mal wie einladend hier schon der Weg. Hör was. Sehe aber nichts.
Und ich schon. Der Gerber. Die sind sehr ordentlich. Die machen immer schön brav die Türen zu. Das sieht man nach. So sind eigentlich eher diese Büchereien aus. Aber ich glaube, das ist hier unten. Die hätten wir hier. Eine Schmiede? Schmiede? Nö. Wo nicht? Schade eigentlich. Also immer schöne Sachen zu holen. Ja. Auch schon wieder kuscheln. Das in der Kirche. Also wirklich. Also nee. Ja, also viel ist ja nicht zu holen, ne? Würde ich sagen. Na gut. Weiß jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe ja schon zwei gut ausgebaute Dörfer in der Nähe, auf die ich mich stützen kann. Und irgendwo, ich meine, gut, man könnte natürlich hier jetzt so eine richtige fette Infrastruktur bauen, so Straßen. Wegen könnte man. Das wäre schon irgendwie heftig geil, oder? Ich sag mal so ganz grob. Eine Straße muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwo hinführen, also nicht im Speziellen, sondern die führt ja unweigerlich irgendwo hin, nämlich da, wo man sie hinbaut. So. Und man hätte jetzt die Möglichkeit, so ein richtiges kleines Weg- und Straßennetz zu bauen. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Und dann schwimmt Wegweiser. Oh. Geil. Ja gut, ich weiß, wo das Dorf ist. Einfach mal so schräg in die Richtung da und dann ist man auch schon da. Ja. Einfach mal so drauf los. Was haben wir denn? Oh, Rosenbüsche. Ei. Die will ich haben. Meine. Alles macht's. Habe ich nämlich nicht so viele von. Ich habe immer das Gefühl, dass die auch ein bisschen rar gesät sind. Habe ich nämlich meistens nicht allzu viele von gefunden. Wenn ich hier so ein bisschen wegmache. Dann sieht man das Dörfchen besser. Ich da so aus meiner Richtung drauf zulaufe. Genau, hier bin ich durchgelaufen, einmal durchs Tal.
Uiuiui. So, warte mal. Da hinten war es. Also die Richtung. Stopp. Das ist der komische Hügel, der im Weg war. Und auch noch Holz drin. Jo. Wir haben ihn getroffen. Den Wald. Oh, guck mal, was haben wir denn da noch? Diese schönen weißen. Sind sie noch? Ach, Marguerite. Marguerite. So. So. Das. Immer. Die nehme ich mal noch mit hier. Auch. Davon habe ich ja nur auch einige gepflanzt. Was ist da hin? Das sind doch keine. Kenne ich noch nicht, kann das sein? Ne, die kenne ich noch nicht. Das sind Sonnenblumen. Boah, wie geil ist das denn? Ich habe Sonnenblumen gefunden. Obergeil. War krass. Ich dachte, ich kenne schon alle Blumen, die es gibt. Ja, der Wahnsinn. Ne, jetzt mal echt. Ich habe echt gedacht, ich kenne. Da ist noch ein Dorf. Heute hier Tag der Entdeckung oder was? Tja. Ist ja irre. Und ich wollte eigentlich was ganz anderes spielen. Ist ja Wahnsinn. Ist aber nicht dasselbe Dorf, oder? Das ist ein anderes, meine ich. Ich mal ganz kurz hier so, warte mal, da hinten war dieser eine Hügel. Einmal kurz einen Ortscheck machen hier, nicht dass ich mich hier gleich verrenne oder so. Weil das Dorf bringt mir nichts, wenn ich es nicht wiederfinde. Ne? Kann ich nur sagen, ich habe ein Dorf gefunden, weiß aber nie wo. Jetzt muss ich mal gucken. Hier war, glaube ich, irgendwo der. Genau. Hier war dieser Wald, wo ich eine Lichtung reingeschält habe, meine ich. Richtig? Und ich bin jetzt gelandet. So. Da bin ich. Da drunter ist mein ist glaube ich noch eine der Skelettspawner ist da drunter, genau. Da ist der Skelettspawner drunter. Da muss ich einfach ein Stück weiterlaufen. Oh, Spinne. Also Spinne. Hexe, komm mal. Wack
nicht irgendwas noch mit so werfen, du blödes Vieh. Ah, die machen nämlich immer einen saumäßigen Schaden, die Viecher. Also die Hexen. So. Gut, also. Hier war einmal das Sonnenblumenfeld, was ich gerodet habe. Da stehen noch ein paar, deswegen lasse ich mal. Ah! Was sagen wir, Banauen entfernen? Da hinten ist ein Wolf. Nimm mal hier mit. Ich nehme mal wieder Schwert in die Hand. Oh, eine Reichweite. Krass, ohne Kuh. Ein freier Wildbrand, dass ich das noch erleben darf. Nee, das ist definitiv ein anderer Ort. Die greift mich jetzt sowieso an. Da muss ich mich dann wohl mit anlegen. Okay. Hallo Mädels. Irgendwie sehr bekannt vor. Was ist das? Ach so. Schon seit wann gibt es denn die grüne Dorfbewohner? Ja, wie es aussieht, ist das wohl. Das ist doch das gleiche Dorf, was ich gerade auch hatte, ne? Ja, sicher. Geh weg. Die ist woanders. Oh, oh. Die Dorfbewohner werden ganz schön schnell, wenn die Mobs kommen. Nein, also habe ich mich tatsächlich vertan. Ich habe echt gedacht, das wäre jetzt ein anderes Dorf. Ist es aber ganz nett. Das ist genau das Dorf, was ich gerade entdeckt habe. Wie peinlich. Das ist ja super peinlich. Jo, bin ich durchs Wasser durch. Was denn hier? Das sieht ja cool aus. Staumauer. Spinne. Eine Spinne. Noch eine. Oh, zwei. Na gut. Ist, wenn man von so einer Sache so total überzeugt ist und der Meinung ist, jö, da war ich definitiv noch nicht. Das sieht ganz anders aus. Bin aber auch irgendwie in die falsche Richtung gelaufen, denke ich. In diesem Zeitpunkt. Hey. Oh. Wow. Da sind wir wieder an unserem Spawner herangekommen, wie ich das sehe. Genau. Da ist der Spawner runter. Ein Skelett-Spawner müsste das sein. Ja, genau. Da geht's runter.
noch hier so einen schönen Weg gebaut. Einmal so, einmal da lang. Einmal hier lang. Es ist immer noch nicht nachgewachsen. Muss mal irgendwo mit Dünger hier nachhelfen. Nee. Der ist nachgewachsen. Da unten war der Spinnenspawner. Da ist ein Skelett. Kommt hier nicht rein. Mein Wasser. Oh, was eine Tour. Hammer. Oh. Die hätte jetzt aber auch mit dem Tod enden können. So theoretisch. Ich wollte doch eigentlich den Gran mal zugemacht haben. Habe ich gar nicht. Ich habe Sonnenblumen gefunden. Sonnenblumen. Echte Sonnenblumen. Achso, die jetzt hinkommen. Die kommen jetzt ins Gewächshaus. Das ist doch mal eine Idee. Lass uns die mal ins Gewächshaus tun. Voll geil. Ach so, wo packen wir die immer hin? Grüne Sonnenblume. Die packe ich hier hin. Das war Quatsch. So, da soll eine hin, da. Dann da und da. Gott und Gott. Und da und da. So. So sieht das gut aus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.